Welcome back to another German food review and this blast death rain time. Yeah, I'm very excited to try this out. Someone in the comment suggested these, and yeah, there's an American store nearby me, and so I bought it yesterday, but yeah, I wanted to try this today. And I like really hot stuff. I'm not sure how hot this is. They say it's medium, but yeah, this is just a rating in the normal consumer product. They say 4 out of 4, and this isn't really hot. They say maybe it's medium and it is super hot or so. Let's try it. I hope it's hot, but it's not all. There should be a good flavor to it. Yeah, I like a good flavor and hotness. It should burn. This is the nice kick about it. And you start to sweat and something like that. Yeah, that's nice. So I hope they taste good. And look at this there. Yeah, I don't want to pronounce this word here, cauldron. I hope this is right. I don't think it is right. But they're cooked. It's not cattle cooked. It's something else. Like a huge can or so. But yeah, I watched a couple of reviews, and they start to heat up after a couple of minutes or so. They don't start to heat up right now after you eat them, so I'll eat them slowly. Okay, and here's the story. Yeah, okay. But he's a chili head, and he's an inventor, and he's a dreamer. Yeah. Please eat responsibly. Okay, I don't eat responsibly. I don't. Yeah, really, I don't. I eat somehow extreme, at least to normal people. Okay, and this is, of course, not a German product. This is an American product. Price for this one is €3.39. Which is quite high, but it's not super high. Yeah, 5 euros would be super high. 3 euro and 40 cents is okay for this. Yeah, it's a large bag. Where is it? I checked it out already. 142 grams is it actually, but where is it? Here it is. 142 grams, yeah. Grams is normal in German. This here is not very common. Okay, and this nutrition facts label is very strange to me. They only say a portion. I'm used to 100 grams tables, but okay, that's very easy here. There are 12 chips, 28 grams, and serving per container 5. So actually 140 multiplied by 5. Yeah, I want to know how the whole bag, how many curries has a whole bag. Important to me, because most of the time I eat a whole bag. So my multiplied by 5, 700 calories. Okay. Yeah, it's like a burger from McDonald's. And oh, I forgot something, but yeah, let's open it. That's how it looks. And let me sniff it. And yeah, it doesn't smell hot. Yeah, sometimes there's a really aggressive hotness smell. I don't know if you know this, but sometimes it is. This here smells like fat. Yeah, fatty. Old fat. I hope it doesn't taste like that. Okay. Yeah, I want to make a thumbnail. Let me check this out here. Okay, this one will work here. Yeah, a good thumbnail is key. Yeah, I'm sorry, the English watchers or viewers. I need to do this, and I can do this only in the video. Ah! Okay, let's use this one. Okay, that's not the best thumbnail, but anyway, let's try them first from this. Oh, this is called in English. Yeah, how if you're an English reader, how do you call this one here in German? Zebrettchen. Yeah.
It's a Brett, but this is a Brettchen. It's a smaller Brett. No, it's a wood piece. Okay, let's try this one here. Doesn't look that horrible. There are more flavors out there, which I want to try, but let's start. Okay, let's wait a minute. It starts to bite up the heat a little bit, but yeah, that's not horrible. And it doesn't have to be horrible. It should be just hot and a nice flavor. And it really tastes like cheese. And as you can hear, it's very crunchy. Nice. It's salty, cheesy, very crunchy. These are actually very nice potato chips. But at the moment, it's not hot. But I think it starts it's still biting. Let's wait a little bit more here. Yeah, I'm gonna eat the whole bag for you. Half for the English viewers and half for the Germans, I guess. But yeah, it tastes really good. It's sour, cheesy. Very crunchy or crispy potato chips. But at the moment, it's not enough hotness. Yeah, it's just a little bit of hotness. Yeah, you can hear this. If it's really hot, my mouth starts watering, and so I start to sweat, and then you can hear this. Yeah, at the moment, everything is normal. It's not extreme. Well, they taste better than they smell. That's for sure. Yeah, the hottest version wasn't available. I have to order these from Amazon or something like that. Now the heat is building up still. It's a little bit hot. It's a little bit burning. Yeah, I would say it's at the moment it's lower than Tabasco. Tabasco isn't really hot, but you may know Tabasco, so you have a comparison. Now let's eat a little bit more here. But yeah, the chips are really good. Yeah, just a chip feeling. It's good. Now it's more sour than chili taste, but still, yeah, that's the kind of chip what I like. It's not extreme. You can snack this at the evening or whatever. It doesn't kill you. But this is five times hotter than the normal supermarket chips. And they're very crunchy. This is really nice. Yeah. Really good. Okay, let's try
Durch mal hier. But I think the hotness peaked. If you are a normal person, then you would say this is hot. I'm not a normal person in terms of eating, and it's not really hot. It's good. Yeah, this is as I said, a snack for an evening. It's not too extreme. Yeah, you can eat the whole bag. And yeah, but for a real kick, yeah, let's say you eat 10 chips and you die, something like that. That's not like that. Yeah, like it. That's yeah, just a little bit of hotness. But the chips. Really good. Crunchy, sour cheddar cheese taste. Good. Yeah. Yeah, I just to repeat this, I have to repeat this, it's a very tasty potato chip bag, and okay, the heat is still biting up, I think. What ingredients, what type of chili they used? Where is it? Habanero pepper. Yeah, I'm not a chili head. I just eat hot stuff, but I don't know anything about it. But I know I can eat very hot stuff where other like to quit. And okay, let's try a little bit more. It's still biting up. I also got this one. Yeah, I like to try it. It's old, 2 months or so. But I have to be in the mood to try this one out. And I drink half of this or so. Yeah, do you want to see this? Me drinking. Yeah, this is a very difficult word. Sriracha or so. I don't know how to pronounce this correctly, but yeah, I'm going to drink half of this. Yeah, do you want to see this? Then write a comment or just thumbs the video up. Let's put this out. Okay, that wasn't the best idea. But yeah, okay. I'm still waiting to get the kick from the heatness. And as you can see, it's everything is normal. Sometimes I start to sweat when it's hot. Yeah, this is normal.
so it's okay. Yeah. It's a very long review, but yeah, maybe you like the chip sound. Okay. Yeah, for the final rating, it is definitely a thumbs up. That's for sure. And it's true, they say medium hot, and I would call this medium. In a supermarket product, this would be extreme hot or super duper whatever, squared by 1000 hot. But this is medium, and I'm, yeah, this is my scale here. It's medium. But it's not all, it's not just about the hotness. The chip itself is very nice. It tastes like cheese. It's very crunchy. It's not really messy. The only problem is you can't get it in Germany. You have to order it from an online shop or have to be luck like me. There's an American shop, but yeah, it's 110% for the chips. This is better than the supermarket chips. Yeah, that's for sure. Okay, yeah. Thanks for watching. I hope you enjoyed this episode. And do you want to see more hot episodes or whatever? Yeah, I like hot food. And you can suggest some hot stuff. Yeah, no, not the extreme stuff, what you can eat. I watch a lot of videos and there's stuff that, yeah, that kill you, basically. But yeah, let's say 500,000 Scoville units. It's okay. Maybe not a spoonful, but I can take it. Okay, yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. Ja, heute gibt's hier Blair's Death Rain, Jalapeno Cheddar. Irgendjemand hat es in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß jetzt leider nicht deinen Nick. Ja, tut mir leid, wenn ich... Oh, irgendwas mit Clark, glaube ich. Wenn nicht, nenne ich dich nochmal in einem anderen Video. Und das war eine gute Idee, dass du diese hier vorgeschlagen hast. In der Nähe ist doch ein amerikanischer Shop. Und ich kann die hier kaufen. Leider gibt es nicht die Hardcore-Version, nur Medium. Aber du hast genau die hier vorgeschlagen. Und du hast genau meinen Geschmack getroffen. Ich mag Jalapeno und ich mag Cheddar Cheese. Beides perfekt. Plus einen richtigen Kick. Ja, das ist gut. Und ja, dieser Tüte hier kostet 3,39 €, sind 142 Gramm, 700 Kalorien habe ich schon ausgerechnet. Hier sind die amerikanischen Nutrition Facts, die sind furchtbar. Wenn ihr aus Deutschland kommt, seid ihr wahrscheinlich zu den 100 Gramm Dingern gewöhnt und dann rechnet ihr einfach mal 1,42 oder so und dann wisst ihr die ganzen. Hier muss man hoffen, dass drauf steht Serving per Container, was auch immer. Ja, egal, 700 Kalorien. Und dann kommen wir erstmal zu dem Design. Das sieht gut aus. Sieht richtig schön aus. Und die sagen Medium Hot. Das ist, ich sag's euch mal vorweg, das ist genau meine Richtlinie. Ich würde das auch als Medium Hot bezeichnen. Und ihr könnt es hören an meiner Stimme. Es ist keine, ich sag mal, Speichelentwicklung. Ja, klingt nicht so lecker, aber wenn es richtig scharf ist, dann wird die richtig angeregt und man fängt an zu schwitzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig scharf gegessen habt. Dann ist das so. Und wie ihr sicher hören könnt, klinge ich noch normal. Also die sind ja auch wirklich nur medium hot. Und die anderen gab es leider nicht. Und so sehen die Dinger aus. Dann hole ich mal ein paar raus und werde euch mal auf dem Brettchen präsentieren. Ja, wisst ihr, eine Übersetzung für Brettchen auf Deutsch, auf Englisch? Ich habe noch nicht nachgeguckt. So sehen die aus und sehen gut aus. Und die sind das hier. Ich möchte das nicht nochmal aussprechen. Ich weiß, ich bin furchtbar in Sachen Aussprache. Aber das ist was anderes als Kettle Cooked, also Kessel gekocht oder Kessel frittiert. Und ich muss sagen, die fühlen sich richtig geil an. Die sind richtig knusprig, hört mal zu. Schön dick. Sehen gut aus, sind knusprig. Richtig gut.
Guck euch mal das an. Überall Farbzeug drauf. Ja. Es schmeckt nach Käse. Sehr schön. Es ist sehr knusprig. Und ich sage euch jetzt schon mal, das sind Chips, die ich nochmal kaufen würde. Die kosten 3,39 Euro in diesem Shop. Oh, ich muss das mal hier runter machen. Das stört mich. Ist jetzt schon teuer, aber jetzt nicht übertrieben teuer. Ja, 5 Euro wäre übertrieben teuer, aber 3,40 Euro könnte man für einen gemütlichen Abend noch ausgeben. Und ja, lasst mal ein bisschen essen hier. Sauer. Schmeckt wie Käse und es ist ein bisschen scharf. Derjenige, Mr. Clark oder so, der das vorgeschlagen hat, ja, ich kann sehr scharfes Essen essen, schon immer. Ja, früher konnte ich einige beeindrucken, wie scharf ich essen kann, ohne dass man mir irgendwas ansieht. Und ich würde sagen, das hier ist genau die richtige Scale für mich. Ja, das ist Medium or Low. Low bis Medium. Hot. Es ist ein bisschen scharf, aber es tötet euch nicht. Das ist ein guter Snack. Ja, nice. Es muss nicht immer brutal scharf sein. Es muss auch nach was schmecken. Und die schmecken auch nach was? Nach Käse. Ja, die müssen nicht einfach nur... Ja, man kann natürlich auch einfach nur irgendwas da reinhauen, sodass die super brutal scharf sind. Aber die sollen auch noch schmecken. Schmecken und scharf. Das ist das Schwierige an der Sache. Das hier ist schon gut. Und ihr hört es doch sicher, die sind super crunchy. Very nice. Super. Ich muss gleich aufhören, die Zeit ist gleich um. Eigentlich wollte ich die ganze Tüte essen. Ja, das mache ich euch gleich. Ist nicht mehr viel. Ja, guckt euch das an. Das werde ich gleich versnacken. Super. Okay. Ich habe auch ein paar Reviews geguckt und es dauert ein bisschen, bis die wirklich aktiv werden. Aber jetzt denke ich schon, ja, schon nach 5 Minuten war es Peak. Also das Limit erreicht und ja, es brennt ein bisschen, aber es ist nicht wirklich scharf für mich, für euch vielleicht schon. Esst ihr die auch zum Snack, dann schreibt einen Kommentar, dann seid ihr so cool wie ich. Oder findet ihr die super scharf, dann seid ihr schwächer als ich, aber das ist kein Problem, jeder ist, wie er ist. Ja, ich muss gleich aufhören, leider, tut mir leid, das kann ich, einen kann ich aber noch essen. Hier, den hier. Eine Minute noch, dann ist 30 Minuten um. Okay, leider konnte ich nicht das Schärfste davon kaufen, das muss ich online bestellen. Wollt ihr das sehen, dann schreibt bitte einen Kommentar und liked das Video oder gebt einen Daumen nach oben, wie man das auch immer nennt. Ja, und ja, ist nicht wirklich scharf für mich. Contains milk, okay. Und sie benutzen Habanero Pepper. Ja. Yeah. Alles klar. Davon gibt es auch noch extremere Versionen, wo Chili Heads, die nennen sich so,
anfange zu schwitzen. Da wäre ich mal gespannt, ob ich wirklich auch anfange zu schwitzen. Es dauert ein bisschen. Alles klar. Diese Chips bekommen auf jeden Fall ein 110% Rating. Das sind wirklich hervorragende Chips. Die sind knusprig, die schmecken nach Käse und sie sind scharf. Ja, mein Liebling. Die sind gut gewürzt, die kann man am Abend wegsnacken, eine ganze Tüte oder zwei. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.